Es zeigt die Träne in des Menschen Auge und treu den Spiegel seines Innern an. Sie gibt den Ton aus jedes Menschen Herzen in klarer Harmonie der Seele an. Oft zeigt sie sich im Schmerz, oft in der Freude. Schon bei dem Kinde kann man's deutlich sehen, wie mancher Mann weint eine bittere Träne, muss er zum Kampfe von den Seinen gehen. Da steht die Braut vor Gottes Traualtar, weint eine Träne mit dem Bräutigam. Der Jüngling, wenn er von der Heimat scheidet, weint eine Träne, ehe er gehen kann. Und steht der Greis mit seinem Pilgerstabe am Ziele, muß er einst von hinnen gehen. So fällt vom Aug ihm still noch eine Träne und spricht: lebt wohl, auf Wiedersehen.